Guten Morgen. Ich beginne den Montag mit einer vollen Spülmaschine, die ich jetzt vor der Arbeit noch ausräumen darf. Und dann geht es los. Ich weiß gar nicht, was ich für Schuhe anziehen soll. Es ist so wunderschönes Wetter und ich habe nur dunkle Schuhe. Ich brauche neue Schuhe. Ich habe nichts. Oh, bist du auch schon mal auf jetzt? Er wollte eigentlich von alleine aufstehen, aber ich musste ihn wieder wecken. So, ich habe jetzt mein Lieblingshemd an, weil ich wieder auf die Schnelle nicht wusste, weil montags ist immer das Gleiche. Wir kommen nicht in die Pötte. Und deswegen habe ich einfach mein Lieblingshemd gegriffen, weil damit kann ich nichts verkehrt machen. Das ist so schön gemütlich. Ja, und dann geht es los. Das darf auch kein Mensch hier zeigen, dass ich jetzt Winterstiefel anhabe. Obwohl, so warm ist es ja auch noch nicht, ne? Oder? Du? Montags morgens darf man ihn noch nicht ansprechen. Doch, man darf nicht nur nicht vorlabern. Was darf man nicht? Voll labern mit unnützem Zeug. Ach so. Oh. Was interessiert mich, ob du Winterstiefel an hast? Nur weil die Sonne scheint, heißt es ja nicht, dass es warm ist, ne? Wir haben jetzt schon zweistellige Temperatur. Boah. Ja. Also müssen wir los und Schuhe kaufen. Doch. Nein. Aber ich bin kein typischer Schuhkäufer. Also ich bin wirklich eher Taschenkäufer und Klamottenkäufer. Schuhe interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Schuhe ist einfach nur, oh, lass mich da bloß reingehen und fertig. Ne? Oder? Mr. Wunderbaum muss noch mit. So, der muss mit. Oh, die Blumen, denen geht's nicht so gut. Guck mal. Sie sind krank. Eigentlich ist Wunderbaum ja gar nicht gesund, ne? Und gesund ist nicht, dass es jetzt schon 5 nach 8 ist. Ich mach aus. Den Kaffee musst du auch noch trinken. So, ich wäre dann soweit. Oh, ich bin auch so langweilig, ne? Immer Dutt, mein Lieblingsschal und schwarze Jacke. Kannst du mir nicht mal was Modernes kaufen? Nein. Das Outfit, was ich letztens anhatte, mit der Kuhhose und mit dem rosanen Oberteil. Das ist doch echt was Schönes. Davon so 3, 4 Outfits. Oder? Das wäre doch was Schönes. Ohne Worte. Das Problem ist ja, egal wofür, du gibst dummsinnig Geld für Klamotten aus, die du dann eh nicht anziehst. Ja, aber das tust du jedes Mal. Aber was war bei Primark? Da haben wir alles, was ich gekauft habe, habe ich auch angezogen. Außer diesen einen Pullover mit dem Kragen oben hatte ich, glaube ich, einmal in einem Video an. Das war nicht so toll. Ja, der war nicht so toll. Der ist schön. Unten ist der schön, weil unten guckt ja diese Bluse nochmal raus. Aber obenrum, das ist mir allzu eng. Ich habe gedacht, ich kann das wohl ab, aber ich kann das nicht ab. Wenn das oben so eng ist, das kann ich nicht. Du, hast du neue Schilder? Schön. Ja, so warm ist es auch nicht. Mrs. Falti. Hä? Ja, es ist noch gar nicht so warm. Man kann ruhig die Stiefel anziehen. Ne, Miss Pinky? Miss Pinky? Sieht zu, dass du zum Auto kommst. Ja, ist gut. Jetzt kriegst du Miss Pinky an die Ohren. Kuss? Und sieh dir zu. Jetzt habe ich am Wochenende richtig, richtig viel geschlafen. Du musst eigentlich ausschließlich nur schlafen. Ich kann hier nicht einmal aussprechen. Ich habe am Wochenende richtig viel geschlafen, weil ich dachte, so jetzt schläfst du mal richtig viel, dass du Montag fit bist. Also so richtig fit, ne, dass ich so aus dem Bett springe. Und was bin ich? Nicht fit. Das geht nicht, man kann nicht. Überhaupt nicht. Ich fühle mich, als ob ich das ganze Wochenende gearbeitet hätte. So müde. Hm? Das geht nicht. Man kann nicht vorschlafen. Man kann auch nicht nachschlafen. Das geht nicht. Du kannst schlafen oder du kannst wach sein, aber du kannst nicht das Wochenende, nur weil du dann viel schläfst. Aber man ist ja ausgeruht eigentlich. Müsste man doch dann richtig, richtig fit sein. Nach einem ganzen Wochenende mit dir allein ist man bestimmt nicht ausgeruht. Das gilt auch für dich selber. Ich gehe mir manchmal schon selber auf den Zeiger, das stimmt. Ja. Was
Also meinst du, wie das dann bei anderen Menschen erst ist? Ich wollte eigentlich gar nichts machen und gestern hat er meinen, das muss ich ihm ja lassen, das war ja auch nett, mein, sag ihm schnell hier. Hocker. Leute, was? Schmink, Tisch, Hocker. Schmink, Tisch, Stuhl. Hat er mir gestern wieder repariert, weil der ist ja zusammengebrochen nach unserer Haarschneideaktion. Ich weiß jetzt aber allerdings auch warum, genau warum. Weil du zu viel wiegst. Nee, weil die das Teil schief zusammengetackert haben. Da waren nur so kleine Nägelchen drin. Und das hat er gestern gemacht und da lagen überall in der ganzen Wohnung diese kleinen Sägespäne rum. Weil er mit Barfuß doch da durchgelatscht ist und dann. In der ganzen Wohnung. So ein Gesabbel schon wieder. Das lag bei der Werkbank, da lag eine ganze Menge davon. Und ich habe das alles wieder weggesaugt, obwohl ich eigentlich gestern gar nichts machen wollte. Aber, okay, ne? Ich mache das ja gerne für dich. Den kann man, nee, kann man nicht sehen. Schade, der sitzt hier immer, das ist hier sein Revier. Richtig schöner, großer Bussard und der hat hier ganz viele Weiden, auf denen er sich austoben kann. So, wir wünschen euch viel Spaß, wie immer, mit dem Video. Manuel, was essen wir denn heute? Eine Banane. Sag mal, was wollen wir jetzt heute essen? Hast du mir gerade eine Banane vor die Nase? Du, Kleiner, du, was wollen wir heute essen? Es gibt nichts zu essen. Fett genug. Er beißt auch. Er ist auch wild. Ja. Manuel, du als Mann jetzt mal, ne? Deine ehrliche Meinung, wie sieht es aus? Wie sieht was aus? Mit der Hose, weil das ist man ja so gar nicht gewohnt von ihr. Nö, das mit ist der gut. Hose und den Schuhen ist gut. Und der Schlumpfhose? Ich weiß nicht, ich finde die Schuhe ein bisschen klobig, aber sonst. Nein. Nein, das sieht gut aus. Das ist Nike. Nike. Ja. Nike. Das sind aber nachgemachte Nikes, das sind keine echten. Das weißt du doch nicht. Doch, weiß ich. Wieso? Sehe ich doch, das sind echte. So schlecht, wie der Haken da drauf genäht ist. Wieso das denn? Außerdem schreibt man Nike nicht mit E-I-K. Ich wusste, dass ich stehen bleibe und drauf gucke. Das ist doof, ne? Ich falle auch immer wieder drauf rein. Das ja. ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Das liegt an meiner egal wie ausgedrückten Ernsthaftigkeit. Ja, das kommt so rüber, als wenn das wirklich, als wenn das gar kein... nichts anderes geht. Boah, es ist warm, ne? Es ist richtig warm. Ja. So, heute sind wir mal wieder zu dritt, ne? Ja, Mami, die Alte ist mal wieder dabei. Ja. Ich hier mit dicken Schal. Das ist, wenn ihr das jetzt mal, wenn ich das jetzt so übermitteln könnte, wie warm das ist. Also das dann, man könnte mit T-Shirt laufen und ich laufe hier mit Schal und dicker Winterjacke. Nee. Jetzt hätte ich eigentlich meinen grauen Mantel heute anziehen können. Ja. Naja. Nein, man kann auch mit einem leichten Schal noch laufen. Das geht. Du, wir gehen morgen eben zu Vielmann und holen uns eine neue Sonnenbrille. Nein. Wir suchen uns morgen eine aus. Nein. Doch, Manuel. Nein. Das machen wir. Nein. Ne? Sabine, du auch, ne? Ja. Ich habe eine Schramme und du hast drei Schrammen mindestens da drauf. Mehr. Und deine ist auch nicht mehr so wirklich schön. Nein, die habe ich schon mindestens 10 Jahre. Die sieht auch beschissen aus. Da darf ich gar nicht rumlaufen. Aber du hier mit deiner dicken Rayman. Ja, und wie lange habe ich die schon? Rayman. Wie lange habe ich die schon? Rayman. Jetzt eben überlegen, ja, wie lange habe ich die? Und wie lange habe ich meine Brille, ne? Meine Sonnenbrille. Oh, ist das warm. Oh. Du, ich bezahle ja so eine Versicherung für 10 Euro im Jahr, ne? Hanse Merkur. Ja. Und dann kriege ich immer so ein bisschen Rabatt. Toll. Ja. Ist wahrscheinlich 10 Euro Rabatt. Nein, mehr. Letztes Mal waren es mehr, ja. Das nee, meine Brille hat schon den Bulgarien-Urlaub überstanden, den Djerba-Urlaub überstanden. Ja. Oh. Und davor hatte ich die auch schon davor 10 Jahre. Ja. Doch, wir gehen da morgen hin und basta. Komm, sag ja, dass ich Videomaterial habe. Nein. Komm. Und für meine Brille. Videobeweis, wollte ich sagen. Videobeweis. Ich kann deine 180. Erste, ja, nee. Meine kostet vielleicht, wenn es hochkommt, 30 Euro. Oh, genau. Ja, 30 Euro. Nicht ein Cent mehr. Will ich einen Videobeweis von sehen. Ja. Ist gut. Boah, das ist total begrabbelt hier, der Bildschirm. Doch, du bist voll süß. Ich habe nur gerade gesagt, ich brauche unbedingt von
Oh, meine Fresse, da sind 5 Parklücken. Da du mir noch nicht erzählen, dass man da nicht reinkommt. Oh, das geht nicht auf. Wie kann man denn nicht anpacken? Was soll das da jetzt? Ich habe gerade gesagt, oh, ich brauche unbedingt wieder mein Rouge von Revival de Loupe Nummer 01 Rosewood. Und da biegt er einfach beim Müller ab. Ich bin so lange nicht beim Müller gewesen. Ich freue mich, du. Warum machst du das für mich? Habe ich das irgendwie verdient? Habe ich was Besonderes gemacht? Nein. Einfach nur so? Damit ich meine Ruhe habe. Hopp sind wir hier und jetzt haben die keinen Revival de Loupe. Das gibt's doch nicht. Du, ich bin das jetzt alle Hammer, Gänge durch. La Rief Cabana. Sag mal, hast du das nicht als nachgemacht? Das, nee, das habe ich als echtes. Ja? Ja. Was gibt es auch für Frauen? Gibt es da jetzt auch verschiedene von? Du, was mache ich jetzt? Soll ich mir mal was anderes aussuchen? Dann muss ich was anderes nehmen. Was ist das denn? Das ist ja schon wieder hier so verpackungsmäßig. Würde ich schon wieder kaufen, ne? Rein optisch spricht mich das schon wieder sehr an hier. Geht. Aprikosen. Du, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht irgendwas anderes finde. Mann, das ist wirklich scheiße, weil das ist so schön, dieses Nummer 01 Rosewood. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Du Schatz, wusstest du jetzt, dass Qualität bezahlbar ist? Udo Walz. Für den mich verarschen. Das ist doch eine 11,99 für so eine Bürste. Scheißbürste. Oder die. Das ist Scheißhausbürste, ist das. Scheißhaus, das musst du auch nicht sagen. Guck hier, 24,99. Natürlich, weil die wunderschön. Die habe ich auch zu Hause für 3,99. Nein, hast du nicht, weil das ist Johann. Die große ovale Bürste in der Sonderedition bei Herkules Segemann von Udo Walz Coiffeur. Jetzt haben die leider das nicht, ne, was ich suche. Das ist wirklich so ärgerlich. Die haben nie das, was du suchst. Guck, da ist es. Aber das kostet 3,75 das Sayas Trockenshampoo. Das ist viel besser. Dies hier. Das hast du beim letzten Mal nicht bezahlt. Nee, das habe ich auch beim letzten Mal nicht bezahlt. Hier ist auch noch das Sayas Beauty Elixir Absolute Oil für nur 8,95. Nee, also 3,75 ist mir jetzt ein bisschen zu teuer. Bisschen hart. Ja, naja. Ich habe mir jetzt erstmal eine Foundation geholt von Catrice. Ich bin ja mal gespannt, ne? Habe ich schon viel von gehört, ob die jetzt wirklich so gut ist. Was? Für, ich glaube, 6,99 oder 7,49 oder irgendwie sowas. Auf das die Karte glüht. Ist das auch Udo Walz oder wieso kostet der 12,99? Weil das ein, hier, Herkules Segemann. Ist der nämlich auch, steht da unten drunter. Das ist dasselbe, nur dass der andere Udo Walz noch da drauf geschrieben hat. Du, hier nebenan ist auch so ein toller Friseur, ne? Warst du da heute schon? Nee, da muss ich nicht hin. Ich war jetzt am Überlegen, was passt besser zu meinen wallenden Haaren. Schwarze Klemmerchen mit Sternchen oder lieber die braunen. Aber ich glaube, die schwarzen sind besser von der Farbe. Ne? Oder solche hier. So ist sie. Oder die, genau. Mhm. Nee, was hast du hier denn noch so schön gemacht? Jetzt hast du mir so eingeflochten. Hast du das gemacht? Das ist eine Schamhaartrappe. Toll. Ganz ach, toll. Hier, das wollte ich die haben. Kannst du dir noch mit reinmachen, genau. Ein Röschen dabei. Genau. Oder hier diese mit so Glitzer. Mhm. Diese. Kannst du mir mal einen Glitzer lecken. Oh nein, ich wollte schon mal so einen Haarreifen haben. Echt? Ja, diesen hier. Die sind doch gar nicht so teuer. Ja, aber das kann ich mir nicht leisten. Ich habe eine Frau, die sich ständig komische Catrice-Sachen aber kauft. Ist das jetzt modern, eine, dass man eine Seite hier zu lang gemacht hat? Hat Udo Walz, der Star-Coiffeur, zu mir gesagt, du, als ich mir eine Bürste du gekauft habe, habe ich die Frisur umsonst dazu gekriegt. Manuel, wie hast du denn das jetzt hingekriegt mit diesen, mit diesem Geflochtenen? Das hat Udo Walz gemacht. Weil das so dünn auch geflochten ist. Das war Udo. Voll süß. Ich habe eine Bürste gekauft und bei dem Preis gab es die Frisur umsonst. Toll. Mhm. Das sieht ganz schön aus. Ja. Wirklich. Die wollte ich mir jetzt aber in blond färben. Echt? Warum? Mhm. Mit dem Ansatz-Set. Für nur 1,50. Sogar mit Korting. Muss ich mir jetzt auch Carefree kaufen. Ja. Ja. Die eine Verkäuferin, die guckt schon die ganze Zeit so. Das ist ihr Problem. Man muss das ja auch wenigstens ausprobieren, die Frisur, ne? Ja. Aber um ehrlich zu sein, oder willst du das lieber Zeug im Ohr. Welches Zeug? Das Zeug.
Oder passt blond besser zu dir? Nee. Ich war gerade auch noch bei Udo Walz. Ich bin jetzt blond. Das sieht, um ehrlich zu sein, gar nicht so scheiße aus von vorne. Echt? Ja. Von hinten ist das natürlich nicht jetzt zu ertragen, aber von vorne sieht es brauchbar aus. War was anderes, ne? Mhm. Akku aufladen. Ich meine, es geht trotzdem noch, oder? Ja. Oder in Grau. Oder auch mit solchen tollen Zöpfen. Das sind Schafhaare. Was die Kamera läuft, spinnst du solche Sachen hier zu sagen? Das ist doch so. Hast du es gehört? Mhm. Flügel links rollen, Flügel links rollen, für einfach mal so. Schatz, Schatz, guck eben, was machst du hier? Jetzt gibt es sogar schon Servietten, da bist du drauf. Erwartest du jetzt noch irgendeinen Kommentar von mir zu dieser unhaltbaren... Er knurrt auch. Ja. Er knurrt. Siehst du das? Man sieht dem das schon an, dass der knurrt. Ja. Aber der sagt bra. Bruha. Haben wir jetzt alles so. So können wir jetzt endlich nach Hause. Es ist mittlerweile gleich 7:30. Nein, ich möchte dieses wunderschöne Topset noch kaufen. Jetzt. Das ist doch sehr entspannt, oder? Dass wir jetzt schon den Wocheneinkauf auf Montag gemacht haben. Voll entspannt. Ja, finde ich wohl. Mhm. Dann hat man wenigstens seine Ruhe. Morgen machst du einen schönen Chili, ne? Wofür ist das? Was ist das denn? Was ist das? Dann werden die Reifen glänzig. Echt? Und wieso machst du das nur an einem jetzt? Wir gucken, ob das vernünftig funktioniert. Was kostet das denn? Was kostet das denn? 4 €. Und du weißt gar nicht, ob das funktioniert? Doch. So, ich bringe den Wagen hinweg, ne? Später, Schwarzer Peter. Ich bin noch am Müll machen. Mittlerweile ist es 8:45 und ich habe schon mal für morgen alles hier vorbereitet. Morgen gibt es Chili con Carne, da freue ich mich schon drauf. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man das schon alles vorbereitet hier stehen hat und man morgen einfach so nach der Arbeit loslegen kann. Denn das war heute nicht der Fall, das war echt ätzend, gleich nach der Arbeit einkaufen. Ja, das mache ich jetzt noch eben hier fertig. Und dann mal gucken, was gleich noch anliegt. Hier sieht es jetzt echt noch ein bisschen chaotisch aus. Aber das wird sich gleich ändern. Ich habe gerade die Gefriertruhe aufgeräumt und da sind Sachen drin. Seehecht, Zitrone und Pfeffer. Abgelaufen am 31.01.2016. Oh, oh, oh. So, ich gehe in die Stube, ne? Ich habe mir jetzt Salat gemacht. Der sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen... pampig, aber ist ja nicht. Das kommt, weil ich das Dressing da schon drin habe. Genau. Und dann musst du mich eben in Ruhe lassen, weil ich jetzt Daniela Katzenberger gucken wollte. Ich ziehe da gleich einen Stecker auf. Und ich schäme mich nicht dafür, weil ich verfolge Daniela Katzenberger schon, seitdem sie bei Goodbye Deutschland war. Ja, das war auch noch in Ordnung. Und auch noch, als sie in dem Café rumgeturnt hat, fand ich das auch noch. Aber jetzt ist sie mit Lukas im Hochzeitsfieber. Und das möchte ich gerne gucken. Das ist das Allerletzte. Man muss das Kind nicht überall in die Kamera halten, weil die Bote dafür bezahlt. Und man muss nicht Lukas Cordalis irgendwo vorschieben nach dem Motto, super toll. Tschüss. So, aber lässt du mich dann eben heute in Ruhe? Ja, danke. Ja. So, dann habe ich ja meine Ruhe. Ich habe mir schon meine Kerzis angemacht. Mein Getränk steht hier schon. Jetzt sind noch die Geusens. Aber gleich gibt es Daniela und Lukas. So. Und den werde ich jetzt essen und genießen und dabei Daniela Katzenberger gucken. Und dann geht es morgen früh weiter. Wir wollten morgen auch wieder filmen und freuen uns auf morgen. Schlaf gut. Bis dahin. Ciao.